Sind wir wieder mit unserer Massassine. Wir nehmen mal ein bisschen raus, Kurs raus, bevor die uns hier irgendwie unnötigerweise sehen. Ich will mich eigentlich ganz ungern mal irgendwie. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen raus aus der Nummer. Wir müssen ja nicht unbedingt mit irgendwelchen Feinden anlegen, die jetzt uns mit gar nichts zu tun haben. Ja, wie gesagt, eigentlich war. Komm ich ja vorbei ohne Probleme? Ja, komm ich. Lassen wir mal, bevor wir jetzt hier uns. Ich weiß, dass da irgendwelches Treibgut oder so noch ist, brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. Priorität hat erstmal der Typ da. Total toll, das wäre. Müsste natürlich jetzt ein bisschen raus aus der Nummer. Ich will das Ziel immer noch haben. Warum? Was macht das für ein Schiff mit mir? Boah, was greife ich denn da an? Das große Ding da oder was? Ja, ja. Okay, erklärt's. Ich bin jetzt ein bisschen raus aus der Nummer. Captain, die sind schon stark. Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Ja, ein paar Treffer und sie bricht. Jawohl, wir haben sie. Oder? Die kommen uns erschreckend nah. Achtung! Mit der nächsten Treffer reißt uns in die Tiefe. Oh, ernsthaft! Wir haben's geschafft. Da hat sich wieder der Idiot da eingemischt, oder was? Oh Mann. Ich war doch schon dran. Ich hatte ihn doch schon. Mehr Segel ab! Ich hatte den Typen doch schon. Ach, das ist ein blöder ist. Warum? Aus was für einer Entfernung trifft er mich dann? Scheiße, Mann. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Ich wollte nur den blöden, dass es den einfach. Ich dachte mir, das wäre ein simpler Assassinenaufdrängung und Typen töten, Mann. Ich hatte den ja, der war ja weg. Aber dann kam der andere, ich schieß mal aus 5 Kilometer Entfernung, treff dich und ist tot. Naja, ist halt so. Alles gut. Passiert. Vor allem, weil ich auch aus 100 Kilometer Entfernung getroffen wurde. Ach, der ist quasi mehr oder weniger schon im Dings. Ach, der ist gespeichert. Okay, verstehe. Oh.
Das haben wir da mal jetzt. Wenn ich darf, ran. Mars und Tom Segelberg! Raus aus dem Wind! Ach nee, das ist was anderes. Großsegel, los geht's! Okay. Das ist was anderes. Das ist... Ich muss den Typen. Ich muss den erstmal wieder aufspielen. Okay, ich dachte, das hätten wir gespeichert. Nein, das ist was anderes. Wir lassen es auch erstmal sein. Ist der? Ist das der Schoner, der Kleine? Ne, ist er nicht. Okay. Vor allen Dingen, weil ich da. Alle aus der Großstadt! Lehsegel hoch, aufgehalten! Lehsegel heißen, los geht's! Hoch, Leute, an die Bramsegel! Ich überhole den mal hier gerade fleißig. Der hat mich jetzt auf dich nicht rammt. Boah, Glück gehabt. Ich dachte, ich ramm den jetzt voll. Ja, ist mir gerade egal. Nicht gut genug. Bereit zu feuern, Sir. Grieche Wittig, Captain Schoner, spanische Flagge. Halt allein zu sein, Sir. Feuer! Nein! Ja! Feuer! Zu feuern, Sir! Wir holen mal wieder. Versuch mal ein bisschen ranzukommen an den. Wachsen jetzt? Feuer! Ja. Die Schwachstelle ist abgeschützt! Schießt! Feuer! Ja, ich hab Befehl, Captain! Gegner feuert! Vorsicht, Captain! Ja, das ist natürlich jetzt total toll. Segel setzen! Bewegung! Großsegel setzen! Ach, ernsthaft! Ernsthaft! Tippen direkt von Feuer! Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Wir halten hier die Stadt, sind bereit, Sir! Feuer! Feuer! Eigner! Aber schon Feuer! Man muss das flicken! Sie geht gleich unter! Wir nehmen auch gerade das Singreiseziel. Hauen wir gerade mal ein bisschen ab. Das ist das kleine Ding? Ist mir jetzt gerade ein bisschen. Hab ich den Großen jetzt übersenken können? Außer Schuss weiterbleiben! Kleines Kaliber, ja, aber die Reichweite ist gefährlich. Feuer! Sie verwandeln sie unter. Sehr gut. Auf dein Zeichen, Captain. Feuer! Ja! Haben ein paar Balken eingebüßt. Zeit und Holz können das noch retten. Wir sind schwer getroffen. Wir gehen gleich unter. Kann ich nicht landen? Ich Gegner muss halt... feuert! Feuer! Blanco! Achtung, Captain! Mann, was ich da immer wieder irgendwie noch mit einmischen muss. Ich häng mich da mit rein, das muss das sein. So, nämlich krieg den Scheiß, dass die Szenenauftritt nicht dauert. Ach, Mann, muss ich mit dem nochmal weg. Segel setzen! Müssen wir es halt nochmal probieren, weil es so schön war. Ich würde den ja gerne versenken. So, also versuchen wir es noch einmal. Wir müssen also quasi bis vor der... So. Wir müssen also noch einmal ran. Im Idealfall müssen wir das Ding versenken, bis vor der auf Land trifft. Sonst wird's enge. So, ich komme raus aus dem Sperrgebiet, bevor der hier wieder
meckert. Mit Metall. So, mal schnell die Dinger da wegmachen, bevor da irgendwas passiert. Ja, wenn sich der Große nicht reinmischen würde, wäre das kein Problem, den zu kriegen. Aber dadurch, dass der Große sich dann noch reinmischt und weiter drauf halt, habe ich ein Problem. Ein Sturm, Captain, sieht schlimm aus. Ja, das ist der Kleine da. Ich will. Doch, das ist der Elber hier unten, ne? Ha! Daneben! Ihr wurdet touchiert! Ihre Kanonen! Wenn da nicht jedes Mal das Ding da mit dabei wäre. Ja, das ist wahrscheinlich das geringste. Feuer! Ja! Bereit zu feuern, Captain! Wir haben zu viel Feuerkraft, Captain! Ja, ich muss jetzt ein bisschen raus aus der Nummer. Das Problem, das kostet mir Zeit, weil der jetzt damit. Bewegung, ihr Ratten! Gefechtsrollen! Nimm den Mörser! Ich kann nichts machen jetzt gerade mit den. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich da rankomme. Die See erhebt sich. Wir sind zu stark, Captain. Die werden uns versenken. Halt! Jetzt. Das Problem, wäre der nicht mit dabei, wäre das wahrscheinlich das geringste Problem, den Kleinen hier zu versenken. Vorbei! Sind die Haken fest! Ja, bei der nicht, wie gesagt. Feuer! Ja, nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Warten auf dein Zeichen! Feuer! Die Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Sie geht gleich unter! Feuer! Die Haken fliegen und hintern, Sir! Feuer! Ja, und jetzt schnell ablegen! Ram- und Marssegel fest zurren! Bring die Hauptsegel in den Wind! So, die lässt uns jetzt gerade. Hoch- und Großsegel! Die lässt uns jetzt gerade so ein bisschen in Ruhe. Die ist jetzt raus aus der Nummer. Alle Segel reffen! So, jetzt. An die Leinen und Pullen. Jetzt kann ich. So. Ich lasse den jetzt natürlich ein bisschen außen vor, mein Boot. Der haut natürlich jetzt ab, oder? Ja. Komm mal jetzt. So. Wir halten jetzt gerade mal ein bisschen außen vor. Ich will mir nur den Feind da gerade holen, noch schnell. Eieiei. Tschüss. Geschafft. Boah.
Was ein Akt, ey. In diesem, diesen Kampf, diesen Typen zu eliminieren. Nehmen wir mal die Kiste mit. Wir lassen gerade Matanzas so ein bisschen außen vor jetzt gerade. Das möchte ich jetzt erstmal noch nicht anschneiden, weil alleine alles hier Sperrgebiet ist. Das heißt, Piano. Gut, wir haben es zumindest geschafft. Das ist erstmal das Allerwichtigste. So, jetzt muss ich gerade gucken, dass ich zurück zum, nicht zum Schiff nur komme, sondern auch einmal. Warte mal, wo waren wir denn überhaupt? War das hier, wo wir hingekommen? Salty Bank, ja. Da haben wir, glaube ich, alles, bis auf den. Ne, ein Auftrag fehlt uns noch. Aber wir machen die Schnellreise zurück. So, Salty Bank hat jetzt noch einen einzigen Assassinenauftrag. Ich hoffe, dass das jetzt was Einfacheres ist als. Warte mal. Der wäre hier. Dann hoffen wir mal, dass wir das dann haben. Also es ist halt, wie gesagt, der eine noch. Moin. So. Kurz mal eben. Hier hoch. So. Tja. Servus. Und dann ist da hoffentlich jetzt endlich ein einfacher als der vorher war. So, was haben wir? Jetzt sitzt geht der Templer, der zündet als Kanonieren fort auf 2. Oh, Kanonier voll. Ja, geil, wir müssen noch 2 Tortuga, da wo wir gerade eigentlich mehr oder weniger hergekommen sind. Und das Ding ist Sperrgebiet. Der Informant. Ach, geil. Ich liebe es. Wo ist man denn überhaupt da hin? Das ist ewig. Das ist ja ewig weit weg. Oh gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. Das Ding ist 4 Kilometer weg? What? Na denn. Dann haben wir also heute zumindest die Assassinenaufträge. Das ist das, was uns heute so ansteht. Oh, Lappi, ich hab mal zum Schiff. Wir müssen wieder zurück zum Schiff. Zur Jackdaw. Aber, was wir heute noch schnell machen, was ich jetzt noch vorher schnell machen möchte, ist mal ganz kurz in die Kajüte gucken. Weil wir ja mehr oder weniger kurz mal schauen wollen, was wir also auch als Aufträge haben. Als Updates haben. Wir haben 6 Updates insgesamt. So, gucken wir mal. Ne, kaufen wollte ich eigentlich nicht. Jackdaw Upgrades. Kanonen. Okay. Bestätigen. Den Rammsporn mal verstärken. Rundkugel noch schnell. Den, nehmen wir die Kettengeschosse dazu. Die Drehbassen. Die Tauchglocke. Okay, brauchen wir noch nicht. Dann nehmen wir das Lager, was wir noch erhöhen. So. Fürs Mörser. Lager für Feuerfeste brauchen wir nicht. Frachtraum. Dann kaufen wir dann, erhöhen wir dann mal den Frachtraum. Gut, okay, dann haben wir das. So, Schiff ist ein bisschen geupgradet. Und wir machen uns mal raus und wollen natürlich den nächsten und letzten Assassin killen.
Stellen. Gut. Den wollen wir jetzt heute auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Oh, wir machen dann mal los, würde ich sagen. Sonst kommen wir heute gar nicht mehr an. Captain ist am Steuer. Feuer! Oh, das war keine Absicht. Jeden fetzen Stoff in den Wind. Sind bereit, Sir. Wir sind außer Gefahr, Sir. Gut, ist immer gut. Außer Gefahr ist immer sehr, sehr gut. Ja, wir machen es mal los zu zurück. Also, wir machen es mal auf den Weg nach Dry Tortuga. Ich dachte, der letzte war richtig nervig. Der wird wohl nochmal eine Nummer härter werden. Nehmen wir mit, ich stoff. Ja, theoretisch könnte ich jetzt sagen, ich klapper jetzt erstmal die ganzen Inseln ab und hole die. Ich schnapp mir die ganzen Kisten, aber die brauchen wir jetzt nicht. Den Heil lassen wir jetzt auch gerade ein bisschen außen vor. Denn wir haben ein Hauptziel. Und das ist eben das letzte Ziel für Salt Key Bank. Da haben wir zwei Folgen lang nur in Salt Key erobert. Und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge wahrscheinlich dann sagen, wir machen dann die Hauptmission. Aber das ist nicht für jetzt gedacht. Oh, wir haben Sperrgebiet. Das ist natürlich immer gut. Sperrgebiet ist immer sehr, sehr gut. Aber momentan sieht noch nichts nach Feinden aus. Rechts wäre irgendwas Kleines. Bisher aber noch nicht auf uns aufmerksam geworden. Darf auch gerne so bleiben, liebe Leute. Wir müssen auf die Insel wahrscheinlich. Das ist toll. Das ist total toll. Hat die überhaupt einen Hafen? Nur so nebenbei gerade? Also muss ja, ne? Eigentlich. Oh, geil. Ja gut, er hat ja gesagt, das ist ein Fort, ne? Wo wir da hin müssen. Direkt Leesegel einholen! Ja, ja. Aufgeil! Aufgeil! Vorsegel, aufgeil! Geil! Konflikt! Großsegel setzen! Ja, alle bitte. Segel, sie verträgt das! Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen raus aus der Nummer. Ach so! Oh! Geil! Wurden gesehen. Mehr oder weniger. Scheiße, natürlich super. Die Idee, die ich anders kommen können. Oh, Alter. Ist Glück gehabt, dass wir da rauskommen aus der Nummer. Iran aus dem Wind! Hauptsegel einholen! Affungen und Trimmen! Nee, hey, wir nehmen das. Wir machen's. Wir gehen auf die... Segel raus! Gebt den Wind nach! Achtung, Edward! Kann ich da jetzt... Öffnet die Hauptsegel! Kann ich da nicht raus aus dem... Das ist natürlich total toll. Wir machen uns auf die Rückwärts. Wir machen uns jetzt erstmal hier raus. Wir gehen auf die Rückseite an dem Ding. Wir müssen jetzt gucken. Wir ziehen mal gerade raus aus der Nummer. Es hat seine Gründe, warum. Boah, wie weit kommen die?
Ich greife jetzt mehr oder weniger komplett von der Rückseite an. Ich will mir das Thema jetzt einfach mal gerade. Der Wind zeigt Zähne, Captain. Segelreffen raus aus der Bö! Alles halbe Segel, fangt etwas Wind ein! Ich gehe quasi mehr oder weniger. Halbe Segel! Alle Segel raffen! Vieren und einholen! Konflikt? Warum bin ich im Konflikt? Auf die Türme zielen, Captain! Vieren und Fahrt aufnehmen! Warum? Alle Segel setzen und starken fest! Ich, ach, weil wir im Schwergebiet sind oder was? Captain, du reißt uns in Stücke! Rahm- und Marssegel fest surren! Ahnung, ja. Gib mir etwas Gas! Diese Türme treffen! Topf! Rahm! Marssegel! Frage, wie kann ich einen Mörser setzen? Das habe ich jetzt gerade... Option, warte mal. Steuerung. Steuerung. Hallo, Y-Achsen umdrehen. Natürlich nicht. Warte mal, kann... Ich würde halt gerne mich irgendwie mal... Ist das jetzt tatsächlich so, dass ich da nicht dran kann? Gib den Wind drauf! Vorsegel! Vorsegel setzen! Nehmt ihr Fahrt auf! Feuer! Sind bereit, Sir! Feuer! Gib den Befehl, Sir! Feuer! Wir laufen auf Grund, Captain! Total toll. Feuer! Aufbauen! Feuer! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Feuer! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Arbeiten, Sir! Feuer! So. Feuer! Sie präsentieren! Wir haben das vorerst mal mehr oder weniger zerlegt. So. Damit haben wir zumindest die Aufgabe erledigt. Mehr oder weniger. Jetzt muss ich nämlich da ein bisschen durcharbeiten. Alle Segel reffen! So, schön daran. Wir hüpfen da. Wir räumen mal in dem Vor auf. In der Salzlake. In der Salzlake, geil. Gut, aber wir wollen sagen, das war mal in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play Assassin's Creed und wir machen dann weiter.